Ich heiße Thomas Kowalewski. Ich bin Hauptschüler. Mein Bruder schläft bei mir im Zimmer und meine Schwester in der Kammer daneben. Ständig latschen einem in dieser Bruchbude vier Typen auf den Füßen rum. Mann, gehen wir uns auf den Wecker. Neulich war der Berufsberater in der Schule. Extra wegen uns. Mit der Doris hat er geredet, mit Charlie, mit Sabine und mir. Und mit dem Schnulli. Dann war er alle. Doris Bieber. Ja, setzen Sie sich doch, Fräulein Bieber. Sie hatten sich gedacht... Sekretärin. Mhm. Hier in Ihrem Bogen steht Chefsekretärin. Naja, das mit dem Chef, das kommt vielleicht nicht ganz so zum Klappen, wa? Naja, der Haken ist doch, dass es mit der Sekretärin auch nicht so zum Klappen kommt. Sie gehen nach der 9. Klasse ab. Was soll ich denn noch auf der Schule, wa? Oh ja, Ihre Argumente überzeugen mich, Fräulein Bieber. Und für welches Berufspraktikum haben Sie sich entschieden? Bürohilfe bei Lenz & Co. Naja, aber Sie wissen, dass man sich nach Stenotypistinnen keineswegs mehr die Finger leckt. Ja, aber ich hab da so einen Bekannten, wa? Und der hat gesagt, weil der arbeitet in so einer Firma, war. Und... Na, was sagt er denn? Nicht sehr viel, hm? Naja, also ich gebe Ihnen hier meine Adresse. Was denn? Reifen Kühn? Mensch, da war ich doch schon, die haben da auch keine Lehrstellen. Aber die suchen immer meine Aushilfe, Fräulein Bieber. Das haben sie mir auch gesagt, will ich aber nicht. Tja, was anderes kann ich Ihnen leider nicht anbieten. Ja, nun lassen Sie meinen Kopf nicht hängen. Sie haben ja das ganze Leben noch vor sich, nicht? Und netten Eindruck machen Sie ja auch. Tja, also dann. Jürgen Braun. Bin ich. Na, was wollen wir denn werden? Kfz-Schlosser. Weißt du eigentlich, dass Mondfahrer, Kfz-Schlosser und Urwaldforscher zurzeit die Berufe mit den geringsten Chancen sind? Hm? Mondfahrer, das hält sich ja im Kopf nicht aus. Ey. So, na, hast du dich denn spaßeshalber mal um eine Lehrstelle bemüht?
Spaßeshalber? Na ja oder nein? Na ja, viermal. Na, und? Na, wir geben noch kein Glück gehabt. Glück, Glück. Wie wär's denn mit der 10. Klasse? Was denn? Für einen Kfz-Schlosser? Erzähl's dir. Ja, im Kopf nicht aus, ja. In 3 Jahren brauchst du dafür Abitur, mein Lieber. Abitur. Ja, Mensch, da komm ich doch ja nicht mehr rein in die 10. Dann hätte er mir auch einer sagen können, dass ich die brauche, wa? Woher soll ich denn das wissen? Naja, muss es denn Schlosser sein? Hm? Du machst gern was mit den Händen. Da bist du sicher sehr geschickt. Hm? Naja, warum nicht ein Beruf, wo du täglich etwas Neues herstellst? In einem modernen, pieksauberen Betrieb. Na, was denn herstellen? Reizt dich das? Warum nicht? Na also. Also dann geh da mal hin. Du, das ist ein Geheimtipp von mir. Hm? Was denn? Bäcker? Schrippenbacken? Na und? Aber zieh dir was Ordentliches an, wenn du dich vorstellen gehst, ja? Bäcker. Thomas Kowalewski. Weiß ich. Aha, ein Witzbold. Naja. Berufswunsch? Fernsehtechniker. Oh, Fernsehtechniker. Ja, was ist denn da dran so witzig? Ja, weißt du eigentlich, dass Mondfahrer, Fernsehtechniker und Urwaldforscher zurzeit die Berufe mit den geringsten Chancen sind? Hm? Also, eigentlich wollte ich ja Fernsehreporter werden. So, na warum denn nicht Millionär? Davon haben wir noch nicht so viele. Und die 10. Klasse? Das ist ja der größte Witz. Wieso? Na, ich schaff doch nicht mal die 9. Oh, das hältst du ja im Kopf nicht aus. Naja, ich hätte ja was. Grad für einen Typen wie du einer bist. Wo man schnell mit leichter Hand was zum Genuss der Menschheit beitragen kann. In einem modernen, pieksauberen Betrieb. Ist ein Geheimtipp von mir. Bäcker, habe ich schon gehört. Ja. Na und? Na, ist nichts für mich. Ach so. Tja. Dann kann ich da auch nicht helfen. Ich brauche keine Hilfe. Na dann, wenn du oben bist, kannst du mir ja mal eine Ansichtskarte schreiben. Hm? Sabine Lohmeier. Guten Tag. Guten Tag ist sehr gut, ja. Sie sind 15, Sabine. Hm? Na und Sie wollten mal werden? Erzieherin. Warum denn nicht gleich Medizinerin? Also nein, ich geb's auf. Ich häng meinen Beruf an Nagel und mich gleich dazu. Wenigstens Säuglingsschwester. Na und die 10. Klasse? Ich hab ja gute Noten. Aber meine Eltern erlauben's mir eben nicht. Na, für die sollte man die Prügelstrafe einführen. Was sie da so reden? Meine Eltern, die verstehen's doch nicht besser. Ach, erzähl mir nicht. Ich kenne mich aus mit Eltern, deren Kinder andere Kinder hätscheln wollen. Hast du den Test gemacht beim Arbeitsamt? Meinst du das im Ernst? Ah, das ist allerdings so eine Frage. Die Jungs, die haben einen Draht zum Biegen gekriegt und die Mädchen Papier zum Fächer falten. Und dann hat die Alte zu mir gesagt, ich eigne mir mehr fürs Büro. So. Mhm. Und meine Freundin, die wollte Schaufensterdekorateurin werden. Der haben sie zur Fischverkäuferin geraten und gesagt, da kann sie mal einen Kasten Pückling ins Schaufenster stellen. Du kannst wirklich nicht die 10. Klasse machen? Hat deine Lehrerin mit den Eltern gesprochen? Viel zu oft. Tja, und nun? Was sagen Sie denn? Als Erzieherin, da gehst du wohl gern mit Menschen um. Hm? Mhm. Naja, da wäre ja vielleicht Verkäuferin das Geeignete. Verkäuferin? Aber wenn ich 18 bin, dann mach ich die 10. Klasse nach. Ja, wenn du vorher nicht geheiratet hast. Naja, Kinder will man hoch haben, wa? Mhm. Zwei. Zwei. Wieso? Ja, alle wollen zwei. Na gut, ich red noch mal mit deiner Lehrerin. Wozu denn? Peter Noack. Ja, setz dich doch, Peter. Danke, nicht nötig. Also, mein Name ist Heinz Breischläger. Sämtliche Witze über meinen Namen sind bekannt und erscheinen demnächst im Buchhandel. Also, dann wollen wir mal sehen, was wir so auf der Palette haben, was? Tja. 10. Klasse aussichtslos, Abschlusszeugnis unwahrscheinlich, Berufswunsch durchgestrichen. Naja, du also, in 4 Monaten, da ist es soweit, du. Was dann, hm? Blöde Frage, was? Naja, ich hätte ja was. Bäcker.
Brot backen, du mal lieber, das ist was. Aber die nehmen nicht jeden. Aber hier, Kaminkehrer, die suchen. Tja, aber ob die gerade dich suchen. Ach, hier ist es. Die Gärtnerei. Du, das ist eine gesunde Sache. Da bist du immer an der frischen Luft, hm? Naja, geh mal hin. Versuch's mal. Aber zieh dir andere Klamotten an, hm? Und kämm dir die Haare. Na, das kannst du doch mal machen. Also unmöglich ist es nicht. Es gibt nur zwei Sachen, die man machen kann. Zwei? Wolle oder Bruch. Unsere Lehrerin hatte für die ganze Klasse ein dreiwöchiges Berufspraktikum organisiert. Aber bei dem letzten Typ eben, beim Schnulli, war absolut nichts zu machen. 3 Wochen mal logen für nichts. Die nehmen euch doch nicht nach der Schule. Ja, und was willst du machen nach der Schule? Da gibt's nur noch eins, was man machen kann. Und das sag ich der Pfeife vom Berufsberater auch schon vertickert. Ach, hör bloß mit dem Ruf. Bulle oder Bruch? Na, Clown! Entweder von oben drauf hauen oder von unten. Die Bullen, die nehme ich aber auch nicht mehr. Na, dann ist das Ding ja schon gelaufen, Süße. Willst du vielleicht verhungern? Nur nicht mal eine Stütze kriegst du nach der Schule. Die machen dich fertig, schmeißen die glatt auf die Straße. Da gibst du nur noch eins, ey. Draufhauen! Schon am Morgen früh um 6 fängt der Terror an. Da schlägt der alte Suffkopf zu, weil er mich nicht finden kann. Auf der Straße, da kommen sie dir nämlich. In der Schule ist der Terror total. Alle Meter kriegst ein Ding vor die Glocke. Da ist dir bald alles total egal. Ich hau zurück, hab ich viel hat angefangen, kein Stück. Ich hau zurück, hab ich viel hat angefangen, kein Stück. Da gibt's ne Menge Nieten, die lassen sich alles bieten. Doch ich sage dir, nicht mit mir, Junge, nicht mit mir. Kommst du runter von der Penne? Auf den Hammer, aber wie? Keine Arbeit, keine Bleibe, keine Mäuse. Doch die Ohren steffeln Kohlen wie nie. Die lassen mich glatt verrecken, aber lass sie nichts schaffen, oh Mann. Die Bosse wollen uns eben mal checken, was man alles mit uns machen kann. Ich hau zurück, hab ich viel hat angefangen. Ich hau zurück, hab ich viel hat angefangen. Da gibt's ne Menge So zweimal in der Woche kommt mein Alter von seiner Tour nach Hause. LKW-Fahrer ist er. Wir haben uns ganz gern so. Aber mit den anderen hat er regelmäßig Krach. Mit meiner Schwester sowieso, die ist 13. Und am meisten hackt er auf meinem Bruder, der Strebersau, rum. Und meine Mutter immer mitten Mang. Oh. Klaus-Dieter ist ein fleißiger, anständiger Junge. Der bringt's nun mal zu mehr als. Ja? Zu mehr als ich, wa? Als Beamtenarsch. Unser einer weiß, was er geleistet hat, wenn er abends nach Hause kommt. Da spürt er einen Knochen. Da hat er was gemacht, was die Menschen brauchen. Was fabriziert. Oder 10 Tonnen Nahrungsmittel, 1000 Kilometer über Land gekarrt. Damit wir was zum Fressen haben. Das ist produktive Arbeit. Aber was da so rumhockt zu Millionen, auf unsere Steuern, in der Nase popelt, Leute piesackt. Schmarotzer sind es, Parasiten. Entschuldige, dass ich noch arbeite. Alle, lass doch den Jungen in Ruhe. Der hat auch schwer gearbeitet. Die Post ist doch genauso wichtig wie das da, was du machst. Und dennoch die Sicherheit, als richtiger Beamter. Was denn schon dabei? Nichts ist dabei. Aber der denkt, als Beamter ist mal was Besseres. Du wolltest doch auch schon mal zur Stadt, als Busfahrer. Tag, Papi. Na? Wie war's in Afrika? King Balla Balla lässt dich grüßen. Und seine 40 wetten Frauen? Hat er verkauft. Sind ihm auf den Keks gegangen. Und wo kommst du jetzt her? Na, vom Betriebspraktikum. Hab ich dir doch erzählt. Lenz und Co. Na, du gehst doch zur Schule. Naja, das gehört zur Schule. 3 Wochen einen Betrieb kennenlernen für später. Was es alles so gibt? Du, ich weiß jetzt auch, was ich mache. Fotolehre.
Da mache ich dann auf Standfotograf. Solche Leute braucht man beim Film. Und den rüber auf den Kameramann. Fotograf, so ein Schwund. Fernsehen, Mensch. Dann treffen wir uns in Afrika bei King Ballaballa. Guten Abend. Wo kommst du jetzt her? Mensch, sag doch mal guten Abend. Ich hab dich was gefragt. Elsa, darf Martina sich jetzt rumtreiben, solange sie will? Martina, wann hast du zu Hause zu sein? 6:30. Hast du ein Glück, dass dein Vater da ist? Sonst hättest du jetzt was erleben können. Mensch, ich bin doch kein Baby mehr. Na eben, deswegen ja. Merkst du nicht, wie dir die Männer nachstieren? Natürlich merkst du das. In Ecken rumdrücken, ne? Anfassen lassen, ne? So und so. Nicht mit meiner Tochter! Martina, ich meine das doch nicht so. Martina. Putz dir die Nase. Mahlzeit. Als ich 5 Jahre alt war, nahm er mich mit auf Fahrt in seinem schweren LKW. Das war stark. Wir donnern in die Welt, 2 Meter überm Asphalt. Er lenkt den Riesenbrocken, ich bin total von den Socken. In jedem Rasthaus ist er bekannt, der große Mann an meiner Hand. Kalle Kowalewski, mein Freund, der Superheld. Kalle Kowalewski, der stärkste Mann der Welt. Nachts lieg ich hinter ihm im Kahn, schau mir die schnellen Lichter an. Fauchende Ungeheuer und gebe Feuer! Feuer! Gleich nach der Autobahn, da fängt das Abenteuer an. Afrika, Urwald und Prärie, und Gefahren gibt's wie nie. Doch einen, den kriegt keiner klein, und das wird Kalle am Lenkrad sein. Kalle Kowalewski, mein Freund, Kalle Kowalewski, der stärkste Mann der Welt. Doch heute ist er abgeschlafft. Irgendwas hat ihn total geschafft. Dann schaut er dich an wie ein Autowrack. Der Kalle ist alle. Sein Leben hat er sich verbaut. Bis Afrika hat er sich nie getraut. Doch mir hat er damals den Weg gezeigt, und ich werde ihn machen. Die Zeitungen bringen mich noch und noch, und ein jeder sagt, Klammern, den kennen wir doch. Thomas Kowalewski, der Held. Thomas Kowalewski, der heißeste Typ, den es gibt. Thomas Kowalewski, der Held, den jeder liebt. Thomas Kowalewski, der heißeste Typ, den es gibt. Thomas Kowalewski, der Held, den jeder liebt. Thomas Kowalewski, der heißeste Typ, den es gibt. Haus. 3 Wochen Sachen schleppen und auspreisen. Mit so einer Auspreispistole. Am letzten Tag ist Charlie dann ausgeflippt.
Quatsch, mein Rücken. Man, das hält sie im Kopf nicht aus. Ich denke im Rücken. Mein Praktikum lief ganz gut ab. Am schlimmsten war es bei Charlie und Doris im Kaufhaus. 3 Wochen Sachen schleppen und auspreisen. Mit so einer Auspreispistole. Am letzten Tag ist Charlie dann ausgeflippt. Oh, Mensch, mein Rücken. Man, das hält sie im Kopf nicht aus. Ich denke im Rücken. Wie lange noch? Mensch, ist doch der letzte Tag. Da lernst du was für das Leben, wa? Die haben da wohl einen Hammer. Wieso denn? Für die ist doch das gut. 3 Wochen Sachen rumschleppen und auspreisen ohne Lohn. Was die dabei sparen? Ja Mensch, die machen doch genug Mäuse. Hier, kick dir das an. 5,95. Für was ist das? Ein Raumspray. Mensch, hör auf, das merken die doch. Das stinkt doch. Na und? 5,95, Mensch. Du, da lässt du doch lieber einen fahren. Ist billiger, wa? Du, sag mal, Doris, was ist denn eigentlich drin in so einer Pulle? Wir haben Groschen Waldmeister-Aroma, wa? Was? Mit Wasser verdünnt. Und dafür löhnen die 5,95, Mensch, die müssen doch eine Knecke haben. Hey, ihr seid ja nicht in der Schule. Einmal müsst ihr noch ein bisschen arbeiten lernen. Ein faules Pack ist das heutzutage. Aber Ansprüche, Ansprüche. Hast du das gehört? Sag mal, das hält sie im Kopf nicht aus. Ich glaube, ich werde gleich Facharbeiter. Was hast du gesagt, ist die Bulle wert? Ein Groschen, wa? Ein Groschen? Was? Na ja, gut, okay, sagen wir 50 Pfennige. Der Kaufhausdirektor soll ja auch nicht leben wie ein Hund, wa? Mensch. Das kannst du doch nicht machen. Hast du recht, Mädel. Viel zu teuer. 20 Pfennige. Also, ich war das nicht. Man muss nämlich unterscheiden zwischen Gebrauchswert und Täuschwert. Das habe ich von meiner Lehrerin noch. Mann, das ist eine Enttäuschung für den Chef, du. Was ist denn das für eine Pulle hier? 30 Pfennige? Nee. Na gut, sagen wir 45. 45. Achtung. Oh, Gott, na, was ist denn? Immer noch nicht fertig. Na, geben Sie erstmal diese Dosen hier. Na, weiter, weiter, weiter. Das kannst du haben. 45. So, jetzt hat der Chef genug verdient. Der Rest geht weg für einen Groschen. 10 Pfennige. Ein Groschen und noch ein und noch ein und noch ein. Und wer will nochmal von der Miefpulle? Alles für einen Groschen heute hier. Kommen Sie sofort hierher. Kommen Sie sofort hierher. Ich hole jetzt Herrn Bollmann. Ich hole jetzt sofort Herrn Bollmann. Geben Sie diesen Auspreiser her. Das können Sie haben. War totaler Mist. Da wird ausprobiert, wie dusselig du bist. Und bist du mal nicht ganz so bescheuert, dann wirst du zur Belohnung von der Schule gefeuert. Das hält sie ja im Kopf nicht aus. Das hält sie ja im Kopf nicht aus. Ich kenn einen Typ in unserem Haus.
Der hat Abitur, der ist ganz groß raus. Mit dem Wisch hat der, ob du's glaubst oder nicht, sogar eine Schlosserlehrlingsstelle gekriegt. Das hält mir ja im Kopf nicht aus. Unser Rektor, der hält vielleicht schöne Reden von Gerechtigkeit und gleichen Chancen für jeden. Millionär werden kann jeder, das ist sein Motto. Der eine an der Börse und die anderen im Lotto. Das hält sie ja im Kopf nicht aus. Nehmen Sie dich fest, auch wenn du nur ein paar Strumpfhosen mitgehen lässt. Doch bescheißt du den Staat um 100 Millionen, kannst du schön in deiner Luxusvilla weiter wohnen. Das hält dir ja im Kopf nicht aus. Das hält dir ja im Kopf nicht aus. Wir haben ja gedacht, alles halb so schlimm. Die Sache mit Charlie. Aber von wegen. Unser Rektor hat einen Brief an Charlies Mutter geschrieben und dann ist er zu uns in die Klasse gekommen. Mit Frau Schmidt, unserer Lehrerin. Die Schmidt ist ja in Ordnung, aber der Gabler, der Rektor? Oh Mann! Um euch den Schritt ins Leben zu erleichtern, hat die Schule für euch im 9. Schuljahr ein sogenanntes Berufspraktikum eingeführt. Leider haben sich einige unserer Schüler dieser großzügigen Einrichtung, die ausschließlich dem Interesse des Schülers dient, nicht würdig erwiesen. Im Gegenteil. Einer hat sich sogar zu kriminellen Handlungen hinreißen lassen und eine Vorgesetzte tätlich angegriffen. Was denn? Wolltest du was bemerken? Na, so war das doch ja nicht. Rede, wenn du gefragt bist. Wer mir Lügen unterstellt, dem kann ich nur raten, dafür handfeste Beweise in der Hand zu halten. Statt zutiefst dankbar zu sein, dass die Schule 3 Wochen ihres kostbaren Unterrichts für euer berufliches Weiterkommen opfert, macht sich dieser Rüpel schwerer Delikte schuldig und schadet somit nicht nur dem Ansehen seiner Schule auf das Schändlichste, sondern darüber hinaus allen seinen Mitschülern, denen es in Zukunft versagt sein wird, bei Kaufheim jemals wieder ein Berufspraktikum zu absolvieren. Na, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Herr Gabler, um diese Reaktion zu verstehen, müssen Sie wissen, dass die Praktikanten bei Kaufheim lediglich mit den stupidesten Handlangerdiensten beschäftigt wurden, die mit einem richtig verstandenen Berufspraktikum aber auch gar nichts zu tun haben. Ich verstehe sehr gut. Das, worunter die Herrschaften so entsetzlich gelitten haben, nennt man gemeinhin Arbeit. Aber die sollten doch da was lernen. Sehr richtig. Lernen zu arbeiten. Damit fängt es erstmal an. Und damit hört es bei euch auch schon wieder auf. Braun, du kannst mir und der verständnisvollen Leitung von Kaufheim danken, dass du nicht vors Jugendgericht kommst. Was? Dein kriminelles Verhalten ist durch nichts entschuldbar und wird auch von dem Gros deiner Klassenkameraden nicht akzeptiert. Nicht wahr, du da? Wie heißt du? Thomas Kowalewski. Richtig. Und Sabine ist auch meiner Ansicht. Und die meisten anderen auch. Und deshalb wird Jürgen Braun im Interesse aller ab heute in die Parallelklasse zu Kollegen Müller versetzt. Das ist ein Kollegiumsbeschluss. Wie bitte? Bei Kollege Müller ist ein Fall wie Braun besser aufgehoben. Na gut, dann gehen wir jetzt alle mit. Das werdet ihr nicht tun. Und ob wir das tun? Ich kenne doch Charlies Mutter genau. Und der haben sie so einen Brief geschrieben, wo sie ganz genau wissen, was da fällig ist. Und das ist gemeines das. Jetzt hat der Kind zu Hause mehr. Jetzt kann der auf Trebe gehen. Wegen ihnen. Das ist viel schlimmer ist das als das dämliche Jugendgericht. Da wäre nämlich freigesprochen worden. Weil er nämlich ja nichts gemacht hat. So. Nichts gemacht. Nichts gemacht. 3 Wochen habt ihr nichts gemacht. Wenn einer von euch mal mit Arbeit in Berührung kommt, markiert er sofort den von der Gesellschaft ausgestoßenen Sozialfall. Die Arbeitslosigkeit hat auch ihr Gutes. Da sondert sich jetzt nämlich mal die Spreu vom Weizen. Da wird nicht mehr jedem hergelaufenen Rotzlöffel die Geldscheine in den Hintern gesteckt. Ihr werdet euch noch umschauen. Wir sprechen uns noch, Frau Schmidt. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Sie hier Unruhe provozieren. Raustreten mit Mappe, Braun. Im Freizeitheim haben wir Kriegsrat gehalten, was jetzt werden soll. Ehrlich,
Ich habe richtig Schiss gehabt. Aber dann bin ich doch hingegangen. Und die anderen waren auch alle da. Bloß Schnulli nicht. Der hat gesagt, so eine Quatscherei macht er nicht mit. Er macht selber was, alleine. Und Hella war natürlich auch da. Die arbeitet da, als Betreuerin oder so. Und die quatscht ja nun wirklich. Was willst du jetzt machen, Charlie? Was fragst du mich denn? Ja, weswegen bist du hier? Das interessiert dann auch, was sie wegen einen machen wollen, wa? Und du, Doris? Hast du eine Idee? Du warst doch mit dabei im Kaufhaus. Icke? Ich war ja bloß mit Sabine verabredet. Ja, das habe ich mir gedacht, du Pfeife. Und jetzt wartet er wohl alle auf den lieben Gott, dass der kommt und was macht. Fällt dir vielleicht was ein? Nee, das muss von euch selber kommen. Sonst taugt euer Kampf nix. Was denn, Kampf? Na klar. Der Kampf um eure Selbstbefreiung, um eure Emanzipation. Oh, das hältst du ja im Kopf. Wir wollen doch bloß, dass Charlie in unserer Klasse bleibt. Schon. Aber warum ist er denn in einer anderen Klasse? Das ist doch bloß ein Symptom. Mensch, hast du keinen Schrank zu Hause zum Vollquatschen? Warum macht dann kein Schulstreik? Was? Schulstreik zu dritt? Wir sollen das merken. Also bis uns was einfällt, hat Schnulli längst die Schule im Rand gesteckt. Also, ich hätte ja eine Idee. Kannst du verbuddeln. Na, wir machen Flugblätter. Wie? Na Mensch, Flugblätter. Finde ich heiß. Kannst du alleine machen. Sag mal, was denn für Flugblätter? Naja, die verteilen wir überall. In der ganzen Schule und in der ganzen Gegend. In ganz Europa. Mensch, lass noch mal ausreden. Und da steht dann drauf, Hände weg von Charlie Braun. Toll. Und was erlaubt sich Gabler? Gabler findet Arbeitslosigkeit dufte. Hat er ja gesagt. Mhm. Und Kaufheim bescheißt Praktikanten. Na und all sowas. Und zum Schluss unsere ganzen Forderungen. Charlie, bleibt in der neuen A. Der Dreckstall von Schule muss renoviert werden. Und Gabler raus, das Schwein. Woll. Und wenn nichts passiert, gibt's einen Schulstreik. No. Dufte. Ja, und wie drucken wir das? Na, in der Schule ist doch so ein Apparat zum Abziehen. Quatsch. Dann fliegt doch die Schmitten raus, wenn wir sowas machen. Was sollen wir denn sonst machen? Sollen wir die Sprüche vielleicht an die Klotür schreiben? Du, an die Mauer. Vom Schulhof. Mensch! Das kann man ansprühen! Mit Farbspray! Das müsst ihr machen! Ganz spontan! Also, Leute, ich hab einen Spruch. Oh, warte, ja, warte mal! Jeder schreibt einen Spruch auf, ja? Ja, okay. Nee, das ist ja dann wie in der Schule. Mann, dann lässt sie ihm bleiben. Ach, ich mach ja schon. Naja. Aber keiner darf rauskriegen, wer es war. Keiner! Naja, wir schreiben also, was uns so einfällt. Und plötzlich kommt der Heimleiter rein. Hallo, hallo? Hey, runter! Ja. Was ist denn hier los? Habt ihr was ausgefressen? Quatsch. Geraucht wird auch nicht? Kein Alkohol? Pornos auch nicht? Mensch, hör doch auf. Darf ich mal lesen? Hey, was soll denn das? Steckt die Schule in Brand. Gabler an den Galgen. Ne, Kinder, nicht mit mir. Nicht solange ich hier Heimleiter bin. Für Terroranschläge ist ja nicht der Raum. Junge, komm bald wieder. Ihr habt wohl eine Meise. Mensch, die sammeln doch erst. Sind doch nur Sprüche. Die werden doch noch ausdiskutiert. Auch doch diskutieren. Nicht mit mir. Also, was schreiben wir nun wirklich? Ich weiß. Gabler ins Kaufhaus. Dufte. Quatsch, was ist denn mit Charlie? Ich weiß. Charlie rein und Gabler raus. Alles klar in diesem Haus. Hey, hört doch auf, mir war aber so eine Idee. Nee, nee, wie hing das? Alles klar, klar in diesem Haus. Gablerin? Mensch, Eckerin. Und Gabler raus. Alles klar in diesem Haus. Charlie rein. Und wer sprüht das an? Das Zeug zum Ansprühen besorge ich euch. Also, ich hab ja schon den Spruch gemacht, wa? Ich kann da doch nicht selber ansprühen. Ich mach das! Die Beden. Olle Pflaume, du. Olle Arsch, du. Alles klar in diesem Haus, Charlie rein und Gabler raus. Alles klar in diesem Haus, Charlie rein und Gabler raus. Los! Schlag mal lieber.
lieber kurz mal selber zu. Wir hauen zurück, haben wir vielleicht angefangen? Kein Stück. Wir hauen zurück, haben wir vielleicht angefangen? Am anderen Morgen stand an der Mauer vom Schulhof alles klar in diesem Haus, Charlie rein und Gabler raus. Richtig groß, mit Farbe. Und im Büro waren die Scheiben kaputt. Das war Schnulli. Der wollte ja unbedingt was alleine machen. Herr Gabler, es hat sich was ereignet. Stellen Sie sich vor, ich komme heute Morgen... Schauen Sie sich das an, Kollege Querulein. Was sagen Sie dazu? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist Terror. Na, wie soll man denn da noch unterrichten? Ich lasse mich doch von denen nicht kaputt machen. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Schmidt. Guten Morgen. Schauen Sie sich das an. Wer wird das wohl gewesen sein? Es wird die 9a gewesen sein. Ach, Sie geben das also zu? Ich gebe gar nicht zu. Und das? Was ist das? Ja, was ist denn das? Eine Glasscherbe aus Ihrem Büro. Die Scheiben. Die Scheiben sind kaputt. Anarchistische Gewalttäter haben in der Nacht in brutalster Weise hinterrücks die Scheiben eingeschlagen. Alle? Alle beide, ja. Völlig kompromisslos. Das ist der sinnlose Terror einer radikalen Minderheit. Und außerdem ist das Sachbeschädigung. Herr Gabler, lassen Sie uns endlich darüber reden, was dazu geführt hat. Guten Morgen, Frau Schmidt. Morgen. Guten Morgen. Was ist denn hier los? Halt den Mund, du bist der Schlimmste. Also was soll denn das? Ich glaube, da hat einer was angeschrieben. Meinst du? Wer kann denn gewesen sein? Zwoma? Also ein Ton herrscht in dieser Klasse. Sie sagen es. Wundert Sie das? Das hat doch alles seine Gründe. Das fängt an bei Ihrer merkwürdigen Methode, einen Schüler zu bestrafen, der sich gegen ein idiotisches Praktikum wehrt. Über meinen Kopf hinweg benachrichtigen Sie die Mutter, ohne die besondere Situation des Jungen zu berücksichtigen und die katastrophalen Folgen, die dieser Brief hat. Sie strafversetzen diesen Schüler und berufen sich dabei auf einen Kollegiumsbeschluss, den es nie gegeben hat. Kollegiumsbeschluss? Was denn für Kollegiumsbeschluss? Frau Schmidt, ich glaube, Sie sind sich über die Folgen Ihres Benehmens nicht im Klaren. Die Saat geht auf. Das ist genau die Politisierung des Unterrichts, über die sich die Eltern dauernd beschweren. Welche Eltern haben sich beschwert? Welche? Nun ja, das wird jedenfalls nicht mehr lange dauern, nicht wahr, bis es Beschwerden nur noch so hagelt. Dann möchte ich Sie bitten, mit Ihren Behauptungen zu warten, Herr Gabler. Sie haben mir gar nichts zu sagen. Sie verharmlosen hier den Tatbestand einer vorsätzlichen Sachbeschädigung. Sachbeschädigung? Was hier mit den Schülern passiert, dafür gibt's noch gar keinen Ausdruck. Das müsste Personenbeschädigung heißen. Das gibt ein Disziplinarverfahren, das sich gewaschen hat. Allein, was Sie hier in aller Öffentlichkeit an kommunistischer Hetze verbreitet haben, das genügt schon. Kollege Querulein, Sie sind Zeuge. Leider, Herr Gabler, leider. Ey, Alter. Starker Spruch, Alter. Irre, wa? Aha. Die Täter. Braun, du hast diese Schweinerei begangen. Was denn? Icke? Das geht doch ja nicht. Hätte ja anschreiben müssen, Ickerin. Du da, du. Du steckst dahinter. Was, Icke? Ich kann nicht schreiben. Ich hab ein Ding am Kopf. Fragen Sie mich Schmidt. Komm, Alter, eine Pelle. Bitte. Dem ist ja wohl nichts mehr hinzuzufügen. Sie können sich darauf verlassen, dass ich umgehend die notwendigen Maßnahmen ergreifen werde, um einen ordnungsgemäßen Ablauf des Unterrichts zu gewährleisten. Als was verstehen Sie sich eigentlich? Als Pädagogen oder als Polizisten? Vollgestopft mit Illusionen trittst du deinen Weg hier an, denkst dir, dass man mit Vertrauen, Offenheit und schönen Reden Wunder was erreichen kann. Doch da erntest du nur Spott, deine Klasse übt Boykott und dann raten dir die Lieben. Fräulein, gehen Sie doch nach drüben. Ja, da fällt einem doch der Warnspruch ein, der so falsch gar nicht ist. Ein kluges Wort und schon ist man Kommunist. Fast
fast zwei Drittel aller Kinder landen hier im Hauptschulmief täglich. Hast du die Beweise täglich, siehst du, dass es nicht nur in der Schule Klassen gibt. Bald durchschaust du, dass der Staat ein Interesse daran hat, sich die Skepto zu erhalten. Drum bleibt alles schön beim Alten. Doch ich werd mich hüten, ins Detail zu gehen. Ihr wisst ja, wie das ist. Ein kluges Wort und schon ist man Kommunist. Vollgestopft mit Illusionen ahnten wir nicht, was uns droht. Heut sind Lehrer, Praktikanten, angepasste graue Mäuse wibbern vom Berufsverbot. Wer nicht brav die Klappe hält, kriegt später nicht mal Stempelgeld. Kein Extra-Touren drehen, zum Beispiel auf die Straße gehen. Denn man kennt ja von Kollegen schon das Risiko, das damit verbunden ist. Einmal dabei und schon. Wir sind dann wieder ins Freizeitheim. Sauer waren wir. Mann, waren wir sauer. Sah ja auch so aus, als wenn alles in die Hosen gegangen wäre. Aber plötzlich kam Martina angerannt, meine kleine Schwester. Neuesten. Charlie? Na, was ist denn mit Charlie? Charlie kommt wieder in eure Klasse. Alles klar in diesem Haus! Charlie rein und Gabler raus! Alles klar in diesem Haus! Charlie rein und Gabler raus! Mit der Meister wirklich wahr? Also naja, die Schmierer und Scheibeneinschmeißer sollen natürlich zur Rechenschaft gezogen werden. Da können sie lange suchen, wa? Wir halten nicht. Ach, vielleicht ist der Gabler ja doch nicht so ein krummes Aas. Mensch, muss dem doch ein Licht aufgegangen sein, dass es einfach nicht in Ordnung war, was er mit Charlie gemacht hat. Ach Quatsch, auf sowas kommt er doch nicht von alleine. Auf sowas musst du den erstmal bringen. Der hat die Klamotte gegen die Rübe gekriegt. Da hat's bei ihm für einen Moment geklickert. Mensch, das war unser Spruch. Das war meine Klamotte und das nächste Mal kriegt er sie voll gegen die Rübe. Dann sind wir endlich los. Ja, und dann wird der Mackenmüller sein Nachfolger. Und was ist dann? Das war doch nicht der Spruch und die Klamotte schon gar nicht. Also, mein Alter, der war gestern Abend auf einer Elternversammlung. Ach, dann war das wohl dein Alter, wa? Mensch, da haben sich die Eltern beschwert, dass der Charlie in eine andere Klasse soll. Was? Ja. Mhm. Waren zwar bloß Achte da, aber früher kam doch überhaupt keiner. Und die meisten haben gemeint, wenn sich ein Schüler gegen das Praktikum wehrt, dann geht das die Schule überhaupt einen Dreck an. Mhm, und über Gablers Sprüche haben die sich auch beschwert, hat mir meine Mutter gesagt. Die Alten. Mhm. Mensch, merkt ihr, was eigentlich passiert ist? Wir haben gewonnen! Von denen da oben, da kann man direkt was lernen. Ich meine, wie die zusammenhalten. Wie Gabler, Lindenschmidt und Kaufheim. Alles in Verein. Mhm. Und bei uns ist jeder gegen jeden. Es geht schon in der Klasse los. Das ist ja nicht wahr. Na klar, bisher war es doch immer so. Na klar, und nachher erst. Jeder hat einen Job, jeder geht auf Trebe, jeder zum Bullen. Und jeder macht einen Bruch. Aber wir haben doch was zusammen gemacht. Und das müsste so bleiben mit uns. Auch später. Finde ich gut. Finde ich auch gut, wa, Dicker? Klar, Dünner. Kick mal, der wird frech. Ihr müsst eine richtige Gruppe bilden. Oh, ja, ja. Guck mal, da kommt Frau Schmidt. Frau Schmidt, was wird denn jetzt mit Ihnen? Tja, vielleicht werde ich die Schule mit euch zusammen verlassen. Warum denn? Wir brauchen Sie doch auch noch. Ich darf dazu nichts sagen. Was? Bei einem schwebenden Disziplinarverfahren ist es eben so. Was ist denn das? Mensch, das ist eine Untersuchung, ob sie was verbrochen hat. Warum kriegt man denn so ein Verfahren? Ja, mal zum Beispiel, wenn festgestellt wird, dass man bei Diktaten Fehler übersehen hat. Wegen so einem Quatsch? Ja. Ja, oder wegen wiederholter Verletzung der Aufsichtspflicht. Hä? Ja, wenn zum Beispiel Schüler Pommes frites kaufen, während der Lehrer Pausenaufsicht hat. Ja, aber das mache ich doch jeden Tag, oder? Eben. Mann, der Gabler, der dreht Dinger. Der schickt den Charlie in unsere Klasse zurück, damit wir glauben sollen, ist wieder alles Paletti. Das ist doch richtig. Mensch, wir fangen aber wieder an zu pennen. Und dann schmeißt er in aller Ruhe die Schmidt raus. Mann, das ist der Trick. Der ist ja vielleicht verlogen. Das haben jetzt Stuart von wegen gewonnen. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Ein Flugblatt. Meinst du? Klar, weil der Gabler will, dass wir keins machen. Da hat sie recht. Wo sie recht hat, hat sie recht. Mhm. Recht hat sie. Hella, ihr habt hier doch eine Schreibmaschine, oder? Klar, im Büro.
Ich hole sie. Klasse. Also, lasst euch was einfallen. Wir schreiben die ganzen Sauereien auf. Schön. Doof. Naja, was sie mit Charlie gemacht haben, was sie mit Frau Schmidt machen wollen und was Doris bei Lindenschmidt passiert ist. Also los, ran hier. Und ich nehme morgen meinen Kassettenrekorder und mache nach der Schule Interviews, was die Leute davon halten. Klasse, das ist ein Job. Ich denke, du willst zum Fernsehen. Mensch, bei dem Programm. Hier, die Schreibmaschine. Danke. Macht euch nur nicht so große Hoffnung, dass ihr mit so einem Flugblatt gleich Erfolg habt. Na, dann lassen wir uns eben was Neues einfallen. Hauptsache, wir lassen uns nicht runterbuttern. Wir? Na klar, wir. Alleine geht sowas nicht. Der Schmuddi. Ja, ist ja schon gut. Jedenfalls hat die Schmitten was riskiert für uns. Und wenn der was passiert, dann passiert. Was, ja. Also Leute, ich hab ne Idee. Wir machen einen Steckbrief. Was für ein Ding? Menschensteckbrief. Also los, pass auf. Gesucht wird die Krawallbande. Oh, klasse. Bandenmitglieder sind Gabler und Kaufheim. Wo die Bande auftaucht, macht sie Krawall. Wer kennt noch mehr Täter? Wo sind die Drahtzieher? Wer steckt dahinter?